Hallo Leute, willkommen zu meinem Silvester-Video. Wie ihr ja vielleicht noch wisst, wurde damals mein Kanal gesperrt. Am Silvestertag, am 31.12.2010, um genau 11.55 Uhr. Ich bin da um 17 Uhr, glaube ich, aufgewacht. Und ja, ich weiß, gestörter Schlafrhythmus. Woraufhin ich dann nachher auch online kam und bei Skype direkt die Nachrichten aufploppen sah. Manuel, was ist mit deinem Kanal los? Manuel, du bist gesperrt. Das war wohl mit Abstand das schlimmste Silvester, was ich jemals hatte. Es gab zwar schon mal ein relativ beschissenes, aber das hat das Ganze nochmal bei weitem getoppt. Nun meine Frage an euch, was werdet ihr machen, wohin werdet ihr gehen, mit wem werdet ihr irgendwas machen und vor allen Dingen, wo genau treibt ihr euch dann rum, wenn es wirklich heißt, jetzt ist Neujahr? Nun, um die Frage schon mal beiseite zu schieben, ich werde eigentlich gar nichts machen. Im letzten Jahr bin ich zu Hause geblieben, wie eigentlich jedes Jahr, ich habe gar keine Lust da groß irgendwie Party zu machen. Das ist mir alles zu laut und das Drumgeknalle und alles, das riecht mich eher auf, als dass es mich erfreuen würde. Aber die noch interessantere Frage wäre, was für Vorsätze habt ihr fürs nächste Jahr? Plant ihr irgendwie mit dem Rauchen aufzuhören, mit dem Trinken aufzuhören? Okay, das sollte man jetzt eventuell nicht in den Kommentaren schreiben, außer man hat einen Kanal, wo man völlig anonym ist. Und jetzt schon wieder, um die Frage beiseite zu räumen, ich habe mir eigentlich relativ viel vorgenommen. Ich will den Gemlets Button Kanal regelmäßig führen, also ich möchte da regelmäßig hochladen, da kommen richtig viele Videos, erhoffe ich mir zumindest. Jetzt, wenn der Raum fertig ist mit dem Greenscreen und mit dem ganzen Equipment, dann läuft das Ganze, denke ich auch. Und jetzt noch eine vielleicht privatere Information, die jetzt allgemein nicht wirklich was mit YouTube zu tun hat. Ich versuche definitiv noch ein bisschen was am Selbstbewusstsein rumzuschrauben. Also da kann man eigentlich immer was optimieren. Besonders wenn man bedenkt, was für Fortschritte ich jetzt schon im Allgemeinen gemacht habe. Ich meine, guckt euch einfach mal das Majora's Mask Let's Play an, den zweiten Part, ungefähr in der Mitte. Das ist ja nicht auszuhalten, da träume ich ja gar nichts, da träume ich kein Wort zu reden. Aber okay, jetzt seid ihr dran. Ich wünsche euch schon mal ein frohes neues Jahr. Wir sehen uns dann morgen mit den regelmäßigen Videos. Bis dann, tschüss.